Auch wenn ich damit jetzt auf wirklich harte Barrikaden stoße, ist mir das relativ egal. Ich bin AMD-Fanatiker und ich finde AMD gar nicht schlecht und deswegen bleibe ich auf AMD. So. Marke MSI, 1000 Euro. Die Dinger von MSI sind gar nicht schlecht, aber der Fakt, den man auf jeden Fall beachten sollte bei den Dingern, ist, dass die fertig zusammengestellten PCs, die haben einen Nachteil, den man als normaler Benutzer bei den Dingern eigentlich gar nicht merkt, aber einen großen Nachteil haben sie. Irgendwo wird immer gespart und das ist dann meistens entweder das Netzteil oder der Arbeitsspeicher oder das Board. Irgendwas leidet unter der Qualität. Und ich habe in meinem Rechner selbst habe ich Markenteile verbaut. Corsair, G-Skill, Asus, ROG. Davon ist zum Beispiel meine Grafikkarte. Das ist eine Asus ROG Strix RX 480 Strix. Und das Board ist ein ROG Crosshair 5 Formula Set. Das ist ein richtig geiles Teil. Das Board. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Asus, beste Marke. Vor allem, wenn es ROG-Teile sind. Dann kann man eigentlich nicht meckern. Also aufbauen mit zwei Monitoren ist für mich kein Problem. Ich bestemme meine Rechner so, dass die dann in Einzelteilen ankommen. Dann wird es erst interessant, wenn der Karton da ist. Ist auch immer schön dann, wenn man die Teile da hat und baut sich dann den Rechner selber zusammen, dann weiß man, was man drin hat im Rechner. Dann weiß man, was man verpfuscht hat, wenn man zusammengebaut hat. Deswegen baue ich meine Rechner im Grunde nur noch selber zusammen. So, was hauen wir denn hier weg? Ich bin schon wieder in der Intrige, hier irgendwas wegzuschmeißen, aber ich weiß nicht was. Ah, schau mal, haben wir hier ein bisschen was zu fressen. Habe ich auf die Serverinfo geklickt? Huch! Da wollte ich gar nicht draufklicken. Na, das ist normaler Certus Quartz Crystal. Wir brauchen aber auch noch gechargten. Der ist auch nicht gecharged. Der dahinter auch. Alter, gleich zweimal Vorkommen ineinander verwinkelt. Das waren doch jetzt, glaube ich, schon drei Vorkommen in einem Ding hier drin. So viel habe ich bis jetzt auch noch nie gefunden. Krasser Scheiß. Also, ne? Geht gut ab hier. So, gib mal her hier. Mal kurz reinleuchten da oben. Ja, ich habe erst, falls es dich interessiert, YOLO-MC, ich habe erst an Weihnachten habe ich für meinen Onkel einen bestellt. Der kam vorbei, hat gesagt, ey Chris, ich brauche einen Rechner. 1300 Euro habe ich, stell mir was zusammen. Habe ich gemacht, habe das Ding bestellt. Großer Karton kam an. Vorher kam der Karton mit dem Gehäuse, dann kam ein Riesenkarton an mit den Teilen drin. Und dann saß ich da wie so ein kleines Kind auf dem Boden und habe das Ding zusammengeschustert. Und habe dann da auch meinen Anfall gekriegt, weil ich die Treiber nicht installiert bekommen habe. Das war ein Traum. Weil der wollte unbedingt Windows 7 drauf haben, habe ich ihn auch installiert. Ich selber renne auf der Maschine hier, wo man das Video sieht, gerade auch mit Windows 7 rum. Meiner Meinung nach immer noch das beste System. Ich habe jetzt auch Windows 10 noch nicht ausprobiert, also ausprobiert schon. Aber das hat mit meiner jetzigen Systemkonfiguration nicht funktioniert. Deswegen bin ich damals wieder zurück auf Windows 7 nach dem Updater. Weil dann auch gewisse Sachen bei mir auf dem PC nicht mehr funktioniert haben, wie sie sollten. Dann habe ich mir gedacht, was soll's, gehst du wieder zurück auf Windows 7, da funktioniert wenigstens alles. Weil den Rechner, wenn ich neu aufsetzen würde, da verbrauche ich dann schon einiges an Zeit. Ich sag's mal so, ich denke mal so, ja, grob geschätzt, jetzt ungelogen, hänge ich dann hier an dem Ding mindestens 2 Tage. Mittlerweile dürfte es sogar weniger sein,
weil ich jetzt eine neue Leitung habe, die schneller ist, mit Spiele runterladen und so weiter und so fort. Aber mit Installieren und den ganzen Scheiß brauchst du mindestens auch schon mal einen ganzen Tag. Und wenn du dann deine Windows-Updates noch ziehst, für Windows 7 zum Beispiel, da braucht das Ganze auch noch ein paar Jährchen, bis der ganze Rotz dann runtergeladen und installiert ist. Aber wenn ich den nächsten Rechner dann habe mit meinem Ryzen CPU, dann werde ich auch definitiv auf Windows 10 müssen, weil es für Windows 7 keine Treiber mehr gibt. Und 2021 endet ja wohl auch der Support für Windows 7. Das heißt, da ist dann definitiv Windows 10 Pflicht angesagt, wenn ich mir meinen nächsten Rechner hole. Ob das vielleicht schon Ende des Jahres ist, weiß ich nicht. Dann habe ich deutlich mehr Leistung. Muss jeder selber wissen, was er sich holt. Ich bin großer AMD-Fanatiker, ich mag auch die AMD-Grafikkarten. Ich lache dann immer die Leute aus, die sich dann die neuesten Nvidia-Karten holen. Weil meiner Meinung nach sind die einfach nur total überteuert. Auch wenn ich mich da mit den Leuten wirklich anlegen sollte, ist mir das relativ egal. Ich nehme lieber alles von AMD und habe da mehr Spaß als mit diesen Leuten, die sich dann am Ende mit Nvidia-Grafikkarten beschweren, weil sie dann halt hier Spulen fiepen und sowas haben. Das habe ich mit einer AMD-Karte nicht. Und gut ist, ich brauche auch keine GTX Titan oder sowas. Wo dann alle fortzlang eine neue Grafikkarte rauskommt, um noch mehr Geld zu machen. Das ist nämlich irgendwie das, was Nvidia macht. Erst das Referenzmodell raushauen und ein paar Monate später haue ich dann die Ti raus. Weil man dann noch nicht genug Geld gemacht hat, braucht man dann auch unbedingt eine Ti-Version. Damit man noch mehr Geld kriegt. Deswegen, erstens mal Nvidia für mich zu teuer. Und zweitens mal, ja, laufe ich diesem Hype nicht hinterher. Sag ich es mal so. Weil diesen Hype, den kann ich mir auch sparen. Warum da alle so fröhlich drauf sind, weiß ich auch nicht. Die Spitzhacke hier, die kann ich wegwerfen, die ist eh kaputt. So, dann muss ich noch irgendwas hier dem Horizont entgegenwerfen. Ja, weg damit. Und dann mache ich das Rubber-Zeug da auch weg und dann habe ich die Setzlinge dabei. So, wie machen wir weiter? Am besten erstmal nach Hause latschen gerade. Und dann gehen wir nochmal auf den Weg. What the fuck? Ach nee, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Also nur mal so zur Info, die Map, die habe ich mir im Singleplayer, habe ich mir die mal generiert, weil auf dem Server ist es immer so ein bisschen blöd mit Server aus. Karte generieren, Server an. Und wenn die Map nicht gefällt, Map löschen, Server aus, Server wieder an. Deswegen habe ich das im Singleplayer gemacht und habe die dann einfach hier auf den Server geschoben. Das ist ja geil. Das ist ein Thorncraft-Biom hier, ne? Ja, das ist Thorncraft, ist das. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht hier gleich vor die Hunde gehe. Tainted Soil, da sollte ich nicht drauf latschen. Ach du Scheiße. Also man kann es auch übertreiben, ne? Das sieht ja fett aus. Also das gefällt mir schon wieder hier hinten. Einfach mal so lilanes Land hier hinten. Oh. Na? Wie sieht's aus? Tainted Swarm. Willst du sterben? Dankeschön. Oh!
Toll, jetzt kriege ich hier Schaden, Alter. Das ist ja gar nicht geil. Und da hinten hat wer gekotzt, oder? Was ist hier los? Da reinzulaufen ist ganz ungesund. Das werde ich mal unterlassen, weil sonst bin ich gleich tot. Flüssiges Taint. Da unten ist ein Schaf. Da hinten steht ein Kürbis. Da habe ich jetzt aber auch nicht so wirklich Interesse dran. Ich latsche jetzt erstmal heim. Alter, hier die ganze Höhle zu, ne? Ich habe doch noch eine andere Spitzhacke dabei hier. Dann nehme ich mir das Kopperohr hier mal ganz schnell mit. So. Nochmal schnell vergiften lassen auf dem Weg nach Hause. Das Wasser, auch wenn das so komisch aussieht, vergiftet einen gar nicht. Passt. Kurzen Abstecher gemacht ins Tainted Land. Das sah jetzt krass aus, hier auch von der Minimap her, wenn ich hier so drauf gucke. Das sieht auch relativ interessant aus. Ah, hier unten ist eine Slime-Insel. Müssen wir aber nach oben fliegen, da kommt man so nicht dran. So, hier komme ich jetzt so nicht vorbei an dem lustigen Baum hier. Willow Leaves. Das ist eine Trauerweide eigentlich, ne? Glaube ja. Dürfte eine Trauerweide sein, so wie die aussieht. Oh Mann. Ich will hier eigentlich gar nicht vorbei. Aber ich werde es müssen, sonst komme ich nicht nach Hause. So, bewaffnet mit Sakura-Wood und ein paar Äpfeln und ein bisschen aufbereitetes Gammelfleisch. Jetzt können wir uns in den hohlen Kopf reinkloppen. Geht's jetzt wieder zurück. Mit 70 FPS im Durchschnitt. Fängt er jetzt auch schon an hier zu spacken. Das wäre natürlich gar nicht geil. Minecraft steht bei mir unter keinem guten Stern, habe ich so das Gefühl. So, hier hinten ist Spawn. Hier hinten haben wir noch Sugar Canes. Ach, was soll's. Brauchen wir später auch noch massenhaft für Papier. Warum, seht ihr dann später. In diesem Modpack haben die unwichtigsten Sachen wirklich den wichtigsten Zweck. Deswegen sollte man hier eigentlich grundsätzlich nichts unterschätzen. Selbst Gold hat hier drin einen ganz großen Wert. Für Schaltkreise beispielsweise braucht man das sehr viel. Weil Gold halt auch ein relativ guter Halbleiter ist. Kennt man ja vielleicht auch aus seinem eigenen Handy. Ein Modpack mit 450 Mods. Die Frage ist erstmal, welche Minecraft-Version, und die andere Frage, wer was drin ist. Weil hier mit dem Modpack mein Rechner schon am Röcheln ist. Da weiß ich nicht, ob ich dann noch ein anderes Modpack anfangen soll. Also irgendwann hört auch dann die Interesse mal auf an so vielen Mods. 450 Mods in einem Modpack. Da hört dann irgendwann für mich der Spaß auf, weil irgendwann ist es dann auch nicht mehr spielbar für mich selber. Selbst in dem Modpack hier sind schon Sachen drin, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Heats Mod oder Biomes O'Plenty ist auch so ein Mod hier, den ich eigentlich gar nicht bräuchte. Und trotzdem sind die hier drin. Natura finde ich noch relativ schön, aber Dekokraft ist für mich wieder ein Mod, den kannst du eigentlich nehmen und direkt wieder raushauen. Jetzt setze ich mir auch mal ganz kurz einen Wegpunkt. Da gehe ich gleich hin.
Ja, Herr Creeperson, wie geht's Ihnen denn so? Scheiße. Battlen mit dem Creeper, Alter, und den Creeper zerlegt. Das ist ja allerliebst. Fette Scheiße, Alter. Das ist richtig geiler Mist. Fett. Ich bin am Spawn vorbeigelaufen. Da oben. Warum laufe ich denn so langsam? So, erstmal hier die, ne, Kacke da reinwerfen. Die Sakura Saplings hier, das Rubber Wood. So, Erzekiste, Erzekiste. Haben wir keine. Machen wir die hier zur Erzekiste. So, den Ofen stelle ich hier hin. Die Workbench steht ja noch. Eisen haben wir 44. Das teilen wir jetzt so auf, dass das mit 8x8 hinkommt. Da bin ich verdammt geizig. So, das da rein. Ja, das wäre es jetzt gewesen, ne? Das war ein Creeper. Geile Scheiße. Cobblestone habe ich jetzt gar keinen mehr, ne? Wir zwiebeln uns mal ganz schnell hier die Bude zu. Weil ich habe keinen Bock auf ungebetenen Besuch von oben. Gefällt mir nie so wirklich Besuch von oben. Weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber Besuch von oben, da stehe ich gar nicht drauf. Und hier vorne die Ecke, die müssen wir auch noch zumachen. Da wäre jetzt Holz eigentlich ganz geil zum Zumauern, ne? Ach ja. Pass mal auf, ich mache mir mal. Die mache ich da mal weg. Baller mir die mal hier und hier hin. Und dann. Mache ich mir mal hier ein paar Schaufeln. Dann betreiben wir mal eine Runde Terraforming. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Dass wir hier das erste Kabuff mal gegen Viecher so ein bisschen absichern. Zumal da unten jetzt auch noch eine Witch rumläuft. Ja. Richtig geil. Freund davon bin ich nicht. Jetzt habe ich aber auch noch nicht so wirklich die Baumaterialien, ne? Um da überhaupt irgendwie was Schönes hinzubauen. Also geil ist dann was anderes. Ich glaube, den Boden ruppe ich raus.
Nee. Ach, das ist gar keine Witch. Das ist eine Witch von Witchery, oder was? Geil. Das heißt, sie greift uns gar nicht an. Cool. So, dann ziehen wir uns hier mal so ein Holz da rein. Und rupp mal die Wand hier drüben noch weg. Ich fühle mich hier gerade echt so ein bisschen unwohl bei der ganzen Geschichte hier. Weil hier stand gerade schon ein Creeper hinter uns. Ich habe auch keinen Obsidian, das heißt, ich kann mir keine Tanks machen. Um die XP zu saven. Ach, Kacke. Dafür brauche ich erst Obsidian. Der Renner ist das nicht. Aber was soll's. Also im Normalfall fange ich in einem Modpack eigentlich immer an wie in einem normalen Minecraft-Spiel auch. Ich baue mir erstmal irgendwo eine Hütte. Und die Hütte ist am Anfang erstmal, ja, anfangs funktionell, möchte ich mal fast behaupten. Und später baue ich die dann aus oder baue mir woanders eine neue Hütte. Wo ich dann wieder das ganze Zeug dann reinziehe. Kommt halt drauf an, wie ich baue, in welchem Baustil. Bis jetzt habe ich auf jedem Server einen anderen Baustil hingelegt. Und bin dann am Ende immer wieder selber über mich überrascht, wie hässlich ich doch eigentlich bauen kann. Glückwunsch, Daumen nach oben. Ist nicht so der Renner. So, hauen wir das mal da rein. Haben wir ein bisschen Cleanstone. Dann mache ich die Wand einfach aus Cleanies. Zumindest plane ich das Ganze so. Also der Holzboden, der sieht schon mal nicht schlecht aus, aus Sakura Wood. Kann man mit dir handeln? Ja, ne? Ja, aber ich kann noch nicht interagieren mit der, weil, weil wir mit Witchery noch nicht angefangen haben, deswegen interessiert die sich nicht für uns. Zumindest noch nicht. Also mit Witchery habe ich noch nie gespielt. Das ist schon mal Pflicht, dass das in diesem Modpack dann auf jeden Fall mal passiert, dass ich mal mit Witchery anfange. Das interessiert mich nämlich selbst auch mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch noch nie so ein Haus gebaut, wie ich es jetzt hier gerade mache. So, dann kann man nach da dann raus. Cineburster, vielen Dank für die Donation. Ich wusste gar nicht, dass ich Donations entgegennehmen kann. Ich habe die eigentlich gar nicht eingestellt, aber... Okay. Ah, schon wieder. Glückwunsch. Ich glaube, da habe ich einen Spammer drin.
Sind Abuser. Ach so, sind Abuser. Man sollte auch lesen lernen, gell? Ach ja. So, den Baum lasse ich dann da einfach stehen. Dann kommt dann hier einfach die Tür rein. Ich habe wirklich mehrere Modpacks gespielt. Das ist nicht mein erstes. Ich habe gespielt FTB Infinity. Das ist jetzt das letzte, was ich gespielt habe. Dann habe ich gespielt Tag It Classic bis zum Umfallen. Mehrmals neu angefangen. Dann habe ich gespielt Feed the Beast Ultimate. Feed the Beast Unleashed. Dann habe ich das Tag It... Das Tag It auf der 1-3-2 gespielt. Tag It Light war das, glaube ich. Und sonst? Wüsste ich jetzt gar nicht. Ich habe bestimmt einige gespielt. Ich weiß über die Namen von dem... Von vielen nicht. Also... Ultimate fand ich nicht schlecht, aber Ultimate geht extremst auf die Leistung des Rechners. Weil da viele Mods in der Beta-Version eingebaut sind und die gehen extrem auf die Ressourcenleistung. Also das Modpack, was ich mit Abstand am besten finde, ist definitiv FTB Infinity. Das finde ich definitiv am besten. Vom Umfang her und von den Möglichkeiten her, die man hat. Ich meine, da ist alles drin, was man braucht. Tinkers Konstrukt ist drin. Wir haben... Ja, ich brauche das gar nicht runterleiern, glaube ich. Man kann sich das hier ja selber angucken, was wir hier drin haben. Von Thaumcraft über Applied Energistics mit einem ME-System über Forestry for Minecraft und was weiß ich, Schlag mich tot. Also da wird nachher vieles kombiniert, um dann Lagersysteme zu bauen oder anderweitig vorwärts zu kommen. Also wir werden das dann später definitiv noch sehen, wie ich das Ganze dann hier nach vorne treibe. Und die Erfahrungen, die man macht, die gehen ja dann auch zum Teil immer mit in die nächsten, ins nächste Modpack. Ich habe auch schon FTB Infinity Lite ausprobiert. Allerdings fehlt mir da so ein bisschen der technische Umfang, deswegen spiele ich lieber Infinity. Weil da der Umfang, den man hat zum Spielen, der ist hier deutlich größer. Die Möglichkeiten sind schon fast unbegrenzt, die man hier hat. Also wenn man meint, man ist fertig, dann ist man auf keinen Fall fertig. Das finde ich das Schöne hier an Infinity. Man kann immer wieder neu anfangen, man kann immer wieder viele Sachen anders machen. Wenn man dann sagt, man hat das Lagersystem schon so kompakt wie möglich gebaut, dann kommt man daher und überlegt sich, das könnte ich so machen, dann kriege ich das Ganze noch kompakter hin. Also ich bin da wirklich ein Freund auch von probieren. Mein Motto heißt, probieren geht über studieren, vor allem hier in Infinity. Und ja, macht mir Spaß, wie man sieht, sonst würde ich es auch nicht spielen. Und keine Ahnung, wer der anonyme Spender da gerade war im Stream. Ich glaube nicht, dass das ein richtiger Mensch war, der dahinter gesessen hat, sondern eher so ein Bot, der da donatet. Weil ich kann nämlich gar keine Spenden entgegennehmen. Vor allem nicht in Dollar, weil ich habe Euro angegeben, zumindest bei Twitch. Ich kann mir hier gerade nochmal ein paar Öfen bauen. Ach, geil, ich kann jetzt hier... Ja, das war ja das Ding von dem... Kann ich ja nebenbei auf die Chest zugreifen, da war ja was. Guckst du, Junge? Machen wir uns nochmal so ein paar von den Dingern hier. Dann stelle ich mir mal einen dahin. Oder? Architektonische Meisterkunst hier mit dem Chris. Ja, ich könnte hier einen hinstellen. Hier einen. Und könnte die dann natürlich auch übereinander stacken. Dann stelle ich den anderen dann darüber. Die Cobblestones habe ich schon raus. Die nächste Errungenschaft, die ich mir dann definitiv machen werde, ist